In Berlin ist der Sommer endlich wieder zurück. Also so ein bisschen. Wir haben über 20 Grad. Das ist, wenn man sich die letzten Tage anguckt, relativ außergewöhnlich. Das feiere ich mit einem Strohhut, den ich heute aufhabe. Und ansonsten gibt es natürlich nach dem Intro tolle Themen und noch tollere Zuschauerkommentare. Das ist Berlin, das ist Gigatech. Ich bin Amir, Tech täglich vom 18.07. Die Hälfte der Belegschaft ist gerade auf dem Weg zu einem Firmenlauf. Die haben alle hier tolle Trikots an und gehen ganz sportlich zum Ausgang und rennen. Dann mache ich natürlich nicht, viel zu faul für, sondern ich moderiere den Tech täglich. Das kann ich im Stehen und stationär vor allem tun. Und dann schauen wir mal zuerst ins Gigatech-Ressort. Ihr erinnert euch, wir hatten das vorletzte Woche gemeldet, dass Tesla sein erstes Modell 3, das günstigste Elektroauto, das Tesla im Portfolio hat, ausgeliefert hat. Das kostet umgerechnet 30.000 Euro, wenn man denn eins kriegt. So, und jetzt hat Volkswagen Tesla diesbezüglich den Kampf angesagt und sagt, unser billigstes Elektroauto wird 24.000 Euro nur kosten. Allerdings wird das wohl erst 2020 auf den Markt kommen. Und wer sich jetzt fragt, wie VW es schafft, diesen Preis so deutlich zu unterbieten, ganz einfach, bis dahin werden sehr wahrscheinlich Batterien und die Technologie überhaupt, die für Elektroautos notwendig ist, die im Moment noch relativ exotisch ist, so weit in der Massenproduktion sein, dass es halt deutlich günstiger geworden ist. Und insofern sollte VW es dann schaffen, für 24.000 Euro sein Einstiegsmodell herauszubringen. Die ganze Ansage hinkt natürlich insofern, als dass wir dann erstmal gucken müssen, das sind jetzt noch 2,5 Jahre, wie weit Tesla dann ist. Also unter Umständen haben die dann wieder ein noch günstigeres Modell oder das Tesla Modell 3 halt deutlich im Preis gesenkt. Aber die guten Nachrichten sind, dass wer sich dafür interessiert, ein Elektroauto dann bald zu kaufen, also ein komplettes Elektroauto, der wird ab 2020 sehr viel weniger bezahlen als noch heute. Und so wird das dann hoffentlich auch weitergehen. Ebenfalls im Tech-Ressort, die Meldung, die ich gerade erwähnt habe, natürlich wieder unten verlinkt in den Kommentaren. Und ebenfalls im Tech-Ressort findet ihr eine News, die für uns ganz besonders toll ist. Und zwar wird Google Home ab dem 8. August in Deutschland verfügbar sein. Google Home, wer das nicht weiß, ist ja das Google-Pendant zu Amazon Echo. Also dieser Sprachlautsprecher, den man sich dann irgendwo hinstellt, der immer zuhört, wenn man das denn möchte. Und den man zwischendurch Fragen stellen kann oder Spotify-Lieder abspielen lassen kann oder mit entsprechender Smart-Home-Verlängerung auch die Heizung anmachen lassen kann oder das Licht ausmachen lassen kann. Und den gibt es ab 8. August jetzt in Deutschland zu kaufen zum Preis von 149 Euro. Und das Tolle ist, dass Giga Launch-Partner ist von Google Home. Das heißt, ab diesem Tag könnt ihr schon auf Zuruf zum Beispiel Google Home, okay, Google, lies mir mal die neuesten Tech-Nachrichten vor. Dann kriegt ihr News von Giga Tech da vorgelesen. Ganz tolle Sache, sind wir sehr stolz drauf und freuen uns drauf, das Ganze dann auch mal live auszuprobieren. Und dann schauen wir ins Android-Ressort. Da gibt es gute Nachrichten für Fans des Honor 9, die aber noch ein bisschen mehr Power haben wollen. Das Honor 9 ist ja ein Smartphone, das uns sehr gut gefallen hat. Es war so ein bisschen das Huawei P10 im Schafspelz. Also auch deutlich günstiger als das P10, hatte die eigentlich ähnliche innere Werte. Sieht auch ganz gut aus. Und das Honor 9 Pro kommt jetzt auch nach Europa und das Honor 9 Pro punktet vor allem mit mehr RAM und mehr internem Speicher. Und die richtig guten Nachrichten dabei sind, dass das vermutlich nicht so wahnsinnig viel teurer als das reguläre Honor 9 werden wird. In der Schweiz ist ein Preis geleakt und da soll das Honor 9 Pro mit 499 Schweizer Franken nur 40 Franken mehr als das reguläre Honor 9 kosten. Und das wäre eine gute Nachricht, wenn wir davon ausgehen, da kommt mein, ja, sehr schön. Kollege Severin, der sonst ja auch manchmal die Kamera bedient, hat sich jetzt auch einen Strohhut aufgesetzt. Da fühle ich mich nicht so alleine und gleich viel sommerlicher auch. Sehr schön. Ausgehend davon, dass die Preisgestaltung in der Schweiz ähnlich sein wird wie hier in Deutschland, wird das auch in Deutschland nicht so wahnsinnig viel mehr kosten. Das sind nochmal gute Nachrichten. Im Android-Ressort diese Meldungen ebenfalls, nein, Entschuldigung, im Apple-Ressort, da springen wir jetzt hin. Da gibt es wiederum eine schlechte Nachricht für alle Fans des iPhone SE, also einer kompakteren Variante des iPhone. Ein chinesischer Analyst sagt jetzt, es wird keine Nachfolge des iPhone SE geben. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil der Trend zu großen Displays geht und Apple wird zukünftig mehr auf 5,5 Zoll setzen, als jetzt nochmal ein 4-Zoll-Display rauszubringen. Also mal gucken, vielleicht gibt es ja trotzdem nochmal einen iPhone SE-Nachfolger, der halt dann 4,8 oder 4,9 Zoll oder sowas hat. Die Aussage des Analysten muss natürlich auch nicht stimmen, macht aber Sinn. Also es kann schon sein, dass auch Apple jetzt sagt, komm, 4 Zoll, erkennt man nichts mehr drauf, müssen wir eigentlich nicht weiter rausbringen.
Ja, Ben sagt gerade, vielleicht wird das ja obsolet durch die schmalere Displayränder. Das heißt, dann hätten wir ein 5-Zoll-Display, das so schmale Displayränder hat, dass das Gerät insgesamt dann trotzdem nicht größer ist als das bisherige iPhone SE. Das klingt jetzt erstmal lustig, ist aber gar nicht so abstrus, weil wir sehen das hier. Wir hatten neulich eine Meldung zum neuen Google Pixel 2, das ja tatsächlich das geschafft hat durch eine bessere Ausnutzung der Front, ein größeres Display als das Pixel XL zu haben und trotzdem insgesamt kompakter zu sein. Samsung hat das auch ähnlich hinbekommen mit seinen Geräten in letzter Zeit. Also das kann durchaus sein, dass es weiterhin ein kompaktes iPhone geben wird, das aber trotzdem ein größeres Display als nur 4 Zoll bietet. So, und dann haben wir natürlich noch den Deal des Tages. Und zwar, der ist nicht wirklich neu, aber der wurde verlängert. Und weil er so gut ist, erwähne ich ihn nochmal. Und zwar gibt es bei Saturn gerade die PlayStation 4 Pro für aktuell nur 395 Euro, was jetzt erstmal nicht der günstigste Preis für die Konsole ist, aber in diesem Preis sind 4 Spiele inbegriffen, die ihr mit dazukommt. Das ist zum einen Prey, das ist zum anderen Wipeout, halt irgendwie die PlayStation 4 Version, ich weiß gar nicht, was da der Untertitel ist. Dann gibt es noch ein Spiel, das heißt That's You, das kenne ich nicht, aber der Knaller ist Horizon Zero Dawn ist dabei und das spiele ich gerade mit Leidenschaft, das lohnt sich wirklich. Also wer eine PlayStation 4 Pro kaufen möchte und Horizon darauf spielen möchte, und das ist eigentlich das einzige Spiel, das man gerade unbedingt spielen muss, der kann sich die PS4 Pro für 395 Euro mit diesem Spiel und 3 anderen Spielen dazu kaufen. Das waren die Tech News des heutigen 18. Juli. Und jetzt schauen wir natürlich noch traditionell kurz in die Kommentare. Die sind ganz unterschiedlicher Natur. Die erste Frage von Moritz ist, woher ist die Baby Groot Figur, die hier jeden Tag bei mir beim Tech täglich steht und die mir auch überhaupt über den Tag sehr viel Freude bereitet, weil sie einfach so furchtbar niedlich ist. Die habe ich bei, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, die habe ich bei AliExpress bestellt. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, von wem die da war oder wie der Anbieter heißt oder wie das Produkt heißt. Einfach mal bei AliExpress Baby Groot eingeben und dann müsste die da irgendwo auftauchen, wenn es die denn noch gibt. Versand hat allerdings irgendwie 5 Wochen gedauert, weil das halt direkt aus China oder Hongkong kam. Hat aber ansonsten alles gut geklappt und macht mir Spaß, diese Figur. Jetzt habe ich den Kommentar hier irgendwie doppelt drin. Ne, Moment mal. Sorry, jetzt habe ich mich hier in meinen Tabs verklickt. Der Philipp, F-I-L-I-P, der fragt, und das ist jetzt wieder eine Frage, die ich an meine Apple-Kollegen weitergeben werde. Er ist auf der Suche nach einem neuen Laptop und fragt, ob es sich aktuell lohnt, ein MacBook Air jetzt noch zu kaufen. Er hat bis jetzt immer Windows gehabt und hat jetzt langsam die Nase voll davon. Lohnt es sich aktuell noch, ein MacBook Air zu kaufen? Das ist MacBook Air, ist eigentlich seit 2 Jahren Auslaufmodell, ist nicht mehr auf so ganz aktuellem Stand. Das soll mal abwarten, bis wir testen gerade das MacBook, das 12-Zoll MacBook. Ah ja. Wie er das dann findet. Okay, also, falls man, ich weiß immer nicht, ob man das jetzt hört, weil der Sebastian sitzt etwas weiter weg vom Mikrofon. MacBook Air ist eigentlich ein Auslaufmodell, seit 2 Jahren nicht mehr aktualisiert. Aktualisiert schon, aber... Ja, ist scheiße. Wir testen gerade das aktuelle MacBook, das einfach nur MacBook heißt. Und mal den Test vielleicht abwarten und das wäre dann wahrscheinlich eine Option. Das ist ja auch nicht dicker oder schwerer als ein MacBook Air nennenswert. Ne? Ja, sogar also viel dünner noch. Aber teurer. Aber auch teurer, okay. Gut, also deswegen, wir raten tendenziell vom Kauf eines MacBook Air ab und empfehlen dir, dich den aktuelleren Produkten von Apple zu widmen. Und da wäre eben das MacBook 12 Zoll, ne? Das MacBook 12 Zoll ein Kandidat. Ich hoffe, das beantwortet das einigermaßen. Wir haben auch, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, wir haben auf Giga Apple heute auch eine Bilderstrecke, wo wir das MacBook, da aber das Air, ne? Das MacBook Air mit dem das MacBook mit dem MateBook X von Huawei, das aber wiederum ein Windows-Gerät ist, vergleichen, die sich optisch sehr ähnlich sehen, weil sie beide sehr, sehr schlank sind und böse Stimmen, Benz zum Beispiel, würden jetzt behaupten, wer hat denn da bei wem abgeguckt? Muss man, okay, klar, also muss man ehrlich sagen, das MateBook X zielt schon ganz hart aufs MacBook-Design ab. Das ist definitiv so. Aber Bilderstrecke könnt ihr euch trotzdem mal anschauen. Dann wisst ihr ungefähr, wo sich diese beiden sehr ähnlichen Geräte dann doch unterscheiden. So, und dann habe ich zum Schluss noch einen Kommentator, der mit mir geschimpft hat, und zwar der Gary. Der schimpft und sagt, ich glaube, der Sinn im Wachsenlassen deiner Haare bestand darin, dass wir sehen, wie du mit längeren Haaren aussiehst. Diese Mützenkacke verschleiert also den kompletten Sinn der Sache. Da kannst du dir deine Haare gleich wieder schneiden. Gary, hast natürlich vollkommen recht, deswegen nehme ich jetzt zum Schluss diesen Hut ab. So sieht das aktuell aus. Ich verspreche auch, dass ich den morgigen Tag täglich ganz ohne Kopfbedeckung drehe. Und wer das noch nicht weiß und sich weiterhin für meine... Was bitte? Oben ohne Dreh. Und wer das noch nicht weiß und sich weiterhin aber für meine Haarproblematik interessiert, am Donnerstag habe ich meinen ersten Friseurtermin seit 20 Jahren und dann bin ich mal gespannt, wie ich danach aussehe.
Das war der Tag täglich vom 18.07. Ich moderiere ohne Kopfbedeckung ab, wünsche euch einen wunderschönen Feierabend, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns doch einen Daumen hoch da und ansonsten freue ich mich darauf, euch morgen dann wieder mit voller Haarpracht zu sehen. Bis dann, tschüss.